Ja, ich bitte auf die Bühne, Ivo Sasi. Vielen Dank. Hallo. Das ist cool, ihr seid alle hier. Was für eine Erquickung, denn wir sind gerade in einer massiven Medienschlacht drin und da bemüht man sich, den Menschen genaueste Informationen zu geben. Man schreibt ihnen seitenweise Dinge, die zur Klärung dienen, die sie entschärfen in ihren Vorwürfen und all diesen Dingen. Und das werfen sie dann einfach in den Abfalleimer, nehmen nur das eine, was sie schon von Anfang an geplant haben und hauen dann das in die Presse. Ja. Und jetzt sitzt ihr hier, das ist richtig eine wunderbare Dusche, eine Wohltat, dass ihr hier seid. Das ist schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich grüße auch alle an den Bildschirmen, überall, wo ihr seid. Also nochmals herzlichen Dank an alle Referenten zuerst einmal, die jetzt heute hier sind, die ihr Bestes geben. Es gibt eine Hammerrunde, bin ich fest davon überzeugt, eine richtige Gigantenrunde. Wieder einmal, danke für euch. Und auch von meiner Seite wieder tausend Dank für all die vielen Vorbereitungen. Das kann man nicht aufzählen, was hier geleistet wird, geopfert wird. In jeder Hinsicht. Ja. Wer weiß nicht, was Infogigant bedeutet, die Infogiganten-Show? Wer hat die noch nie gesehen? Noch nie gesehen. Gut, dann werdet ihr jetzt was Neues erleben, macht euch mal gefasst. Wir haben das mal als Storyboard-Version kürzlich ein Erstling gemacht mit 6 Säulen. Ich werde jetzt die Originalausgabe davon bringen. Das ist ein Versuch, das ist ein Wettkampf mit der Zeit. Ich werde euch versuchen, in nur 12 Minuten 115 erarbeitete Kurzinfos mit maximal 1839 Worten samt Bildern und Quellenangabe zu vermitteln. Glaubt ihr, dass ich das kann? Und ich will euch sagen, ich habe diese Erarbeiten, das ist eine harte Arbeit, das ist eine richtige Knochenarbeit. Ich habe das als einer erarbeitet, der gerade wieder, wie erwähnt, in einer großen Medienschlacht drin steckt. Die erste Runde, die jetzt losgegangen ist, diese Tage, 15 große Medien, also angefangen mit Deutsche Presseagentur. Jetzt geht es rundum, jetzt kommen dann die TVs, die Radios und alles. Es wird richtig einen europaweiten Abtausch geben. Könnt auf Cloud TV bzw. ACK überall könnt ihr dann unsere Showkämpfe sehen mit ihnen. Warum ich das sage, ich mache das, was ich euch jetzt präsentiere, mache ich trotzdem, ich in solchen Medienschlachten drin stecke. Und das ist gerade noch das Geringste. Ich hatte zeitgleich die AZK grundsätzlich vorzubereiten, mit allem, was sonst noch dazu gehört. Ich übersetze regelmäßig, und das auch in diesen selben Wochen wieder, regelmäßig das Neue Testament, also die Bibel, Neue Testament aus dem Griechischen, aus dem Urtext, neu als Studienlexika für Laien. Ich verfasse gleichzeitig allerlei Broschüren. Ich schreibe regelmäßige Dokumentarfilme, und das im Umfang letzte Woche von 20 Minuten. Ich mache regelmäßig große Spielfilme. Ich hatte jetzt gerade eine große Filmpremiere meines neuesten Spielfilmes. Ich bin gleichzeitig Vorsteher von KlarTV, S&G, OCG, AZK und habe nebenbei noch 7 Kinder immer noch zu Hause, also immer noch eine Großfamilie mit 7 Kindern. 4 sind ja schon verheiratet. Ich will damit sagen, ich bin für meine Kinder immer da, jeden Tag. Ich küsse sie noch immer alle, jedes Mal, wenn ich sie begrüße, am Morgen, beim Mittagstisch, am Abend, beim Gutnachtsagen. Kommt immer noch jedes ein Kuss, jedes. Von Mama auch. Also, das Fazit daraus, wenn ich das schaffe, mit all dem Pensum, und da war jetzt wieder nur ein Teil davon genannt, wenn ich das schaffe, ein Infogigant zu machen, kann das jeder von euch auch. Jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, das kann nicht jeder, aber es gibt Leute, die das auch können. Aber ihr könnt es nur so, wie ich es auch mache. Auch meine Tage haben nur 24 Stunden. Ja, wir arbeiten oft Tag und Nacht, das muss man auch noch erwähnen. Aber allzu viel hintereinander geht es auch nicht. Also ihr könnt es nur erreichen, wenn ihr es so macht wie ich. Ich rufe Hilfen, ich rufe Partner dazu, ich berufe Menschen. Ich gehe hin und sage, wer hilft mir dabei? Und dann erlebe ich, sobald ich was auf dem Herzen habe, das Projekt, egal wie groß es ist, ich habe im Flug, wenn ich davon spreche, ich habe im Flug so viele Menschen,
dass ich Leiter brauche, um die einzuteilen, um zu koordinieren und so weiter. Es wird bei euch genauso funktionieren, aber man muss den Mut haben, damit zu beginnen. Man muss die Leute herzurufen als Partner, mit ihnen die Quellen erarbeiten, sie die Quellen teilerarbeiten lassen, Aufträge verteilen, bei den Kürzungsprozessen sich unterstützen lassen, bei der Erarbeitung der Präsentation. All die Bilder, die ihr jetzt gleich sehen werdet, da haben mir viele Leute dabei geholfen. Besten Dank dafür. Die Verbreitung des Materials unterstützen. Das geht nur teammäßig und das kann man. Und immer wieder gibt es Leute, die sind als Einzelgänger unterwegs, die haben nie Zeit. Ja? Und ich sage, drum hast du keine Zeit, weil du immer allein unterwegs bist. Du musst beginnen, dein Leben zu teilen mit anderen, andere in deinen Job reinnehmen, in deinen Auftrag, in dein Anliegen. Dann wirst du zu einem Team automatisch. Es braucht ein bisschen Investition über den Kindern. Ich habe 11 Kinder auf die Welt gestellt mit meiner Frau Anni zusammen. Das sind heute unsere Hardliner, unsere besten Mitarbeiter unter diesem Himmel. Alles, KlarTV, alles von meinen Kindern gelenkt, geführt. Alles, was du siehst. Das hat freilich sehr viel Investition gebraucht, aber es kommt mehr hinten raus, als man vorne reinsteckt. Das ist wahre Perpetuum mobile, das kann ich dir versichern. Also, und wenn ihr visioniert werden wollt, wie man das macht, wie man Mitwirker gewinnt, sie ausbildet und so weiter, dann werde ich euch dabei helfen, wir werden euch dabei helfen. Denn es geht um den Kampf, um die Wahrheit, es geht um den Kampf der Gesamtgerechtigkeit, es geht um den Kampf des Friedens und der Liebe. Also, wer hier gecoacht werden will, bekommt von mir, von uns unentgeltlich wertvollstes Ausbildungsmaterial, wo du Erfahrungen von über 30 Jahren Praxis als Nussschale bekommst. Was wir teuer erarbeitet haben, bekommst du ungeschminkt, ungekürzt, unzensiert und du kannst, wenn du es umsetzt, kannst Coach von uns anfordern. Wir helfen dir dabei unentgeltlich. Alles vorausgesetzt natürlich, wenn wir euch als aufrichtig und würdiger finden. Bleibt natürlich so, wir schauen euch in die Augen, wollen sehen, seid ihr aufrichtig, dass hier keine Medienmenschen da reinrutschen. Aber jetzt gehen wir über zum Infogiganten. Ich bitte Ruth Schneider auf die Bühne und wir schauen jetzt gleichsam um in die Infogiganten-Show für die nächsten 20 Minuten.